Ja, hallo. Sebastian, gegen Leverkusen war es eine Dreierkette. Hier bin ich. Jetzt sehe ich mich wieder zu den jungen Spielern, seitdem Pizza da ist. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, heute das erste Mal in langer Hose bei der PK. Also es wird um 18.30 Uhr auch dunkel sein. Hat das die Frage beantwortet? Oder ich habe mich auf andere Sachen konzentriert, als du gefragt hast, bin ich ganz ehrlich. Bei Manuel war es einfach so, der war gesperrt. Hatte seine fünfte gelbe Karte in der Regionalliga. Hat er schnell hingekriegt. Ein wichtiger Hinweis von Herrn Baumann. Oh. Ja, Einsatz heißt nicht immer Startelf. Stimmt. Ich überlege gerade, ob ich was Kluges dazu sagen kann, aber irgendwie fällt mir nichts Kluges ein. Ja, ich bin nicht dafür da, romantische Gefühle zu bedienen. Zumindest nicht der Fans. Überall angekommen, sehe ich. Jetzt ist danach Länderspielpause. Jetzt war gerade englische Woche. Das heißt, wenn man verliert, kann man relativ schnell die Gelegenheit, das wieder gut zu machen. Die Tabelle ist so ein bisschen zusammengerückt. Jedes Spiel ist wichtig, aber was ist sozusagen der Unterschied, jetzt nochmal als Vorleger am Freitagabend auch wirklich vor zwei Wochen etwas vorzulegen und mit diesem Gefühl, ja, zwei Wochen jeden Tag zur Arbeit zu gehen? Wir haben eine Regel im Trainerbüro, die heißt für jede Phrase 2 Euro. Du gibst mir gleich 10 Euro nach der PK. Das ist also, da war mehr drin, als ich zusammenfassen kann. Wir kriegen Besuch und die kochen und habe ich ja schon. Ja, clever gemacht, ne? Nuri hat eine gute Chance zu spielen. Bagi hat eine gute Chance zu spielen. Vielleicht spielen sie beide zusammen. Viel Spaß beim Knobeln. Ja, das sagst du jedes Mal. Ja. Vielleicht spielen sie auch mal beide zusammen. Vielleicht kommt es jetzt auch mal so. Pirnknips. Bestimmt eine Frage an Frank. Nee, an dich. Wegen. Es geht. Wenn du willst, kannst du schon mal gehen. Kurze Nachfrage. Wenn man längere Zeit nicht spielt, hat man logischerweise auch keine Spielpraxis. Und da geht vielleicht auch ein bisschen... Messerscharf kommen. Ja, das habe ich hab eben noch mal überlegt. Aber ist so. Wie kann man denn sowas reinbekommen, Reibung? Ich will jetzt nicht sagen, dann muss man mal einen umflexen. Zwei Fragen. Dann such dir eine aus. Clever. Also, Ronaldo würde ich nehmen, aber das wird eng. Ich habe gelesen, Sie kauen 24 Kaugummis pro Spiel. Nicht Max. Ja. Jetzt gehe ich davon aus, 24. Dann ich halte das ist aber die große Packung. Ich habe mal nachgeguckt, in der normalen sind nur 10, das heißt, es wären nur 20. Okay. Bei zwei Packungen. Also 20. Mhm. Aber selbst bei 20 ist nach meiner Rechnung, also so wie ich Kaugummi kau, müssen Sie dann welche ausspucken, in denen noch Geschmack ist? Das ist jetzt. Also, jetzt also du hast aber jetzt Honorarkraft von der Bild heute, oder? Das ist ich sitze hier nur in der Nähe. Ja, ist okay. Ja, von mir, ja, keine Ahnung, klar spucke ich auch welche aus, die noch Geschmack haben. Ist das verwerflich? Ich mache mir nur Gedanken um die aufsammeln müssen, weil ich sammle die ja nicht alle auf, das muss man auch fairerweise sagen. Ne? Ich weiß, es ist immer eine doofe Aussage, aber ist das jetzt so ein Spiel, was man gewinnen muss? Ja, ist eine doofe Aussage, richtig. Florian, wenn eine Fee ankommt, eine gute Fee, und die sagt, ihr habt in Kürze zweimal Schalke vor der Brust. Ihr könnt aber nur einmal gewinnen. Ja. Und ja, der jetzt musst du dich Markus, entscheiden. Markus. Ja. Das kommt immer wieder mal vor. Ich rede nichts von meiner Tochter mit, dann erzählst du der so eine Geschichte. Nee, was sagst du der Fee? Ich kann jetzt nicht mal sagen, dass ich nicht an Feen glaube. Dann habe ich zu Hause ein Problem. Ne? Jetzt fehlt mir das Wort. Das fehlt mir nicht so häufig. Ihr wisst nicht, was ich sagen will, deshalb könnt ihr mir auch nicht helfen. Mein Problem mit PKs ist immer, dass ich nach PKs mir ganz viel mehr Sorgen mache als vor PKs, weil ihr mich auf Gedanken bringt, über die denke ich überhaupt nicht nach.